Hallo und herzlich willkommen allerseits zum Talk von Youngplay zum Thema Games-Journalismus. Ich bin Johannes Hedrich, mit mir im Publikum da sitzt Rahel Winter. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum ist der Games-Journalismus und der, generell der Kulturjournalismus so unterrepräsentiert in den Medien? Zu diesen Themen haben wir zwei Gäste eingeladen. Einmal Manuel Fritsch, der sitzt hier neben mir. Vielleicht, wer gestern bei der Awardshow schon da war, kann sich noch an ihn erinnern, der hat die moderiert. Er ist freiberuflicher Spielejournalist und Chefredakteur bei IGN. Er moderiert und produziert seit 2010 den Podcast Insat9. Und neben ihm sitzt Tim Heinke. Er ist Chefredakteur von Rocket Beans Entertainment und leitet ebenso das öffentlich-rechtliche Format Game2. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Okay. Mike ist nicht an? Hallo. Test, Test. Meins ist an. Manu, dann machen wir erstmal mit dir weiter. Genau. Du kommst aus Freiburg. Ganz genau. Lange Fahrt hierher, aber jedes Mal sehr gerne. Genau. Ja. Was hast du auf dieser langen Fahrt gemacht? Ich habe tatsächlich gearbeitet, indem ich Super Mario Wonder gespielt habe. Da kann man ja sagen, das ist Recherche. Nein, und natürlich auch einige Artikel gegengelesen, Sachen vorbereitet, was man so auf dem Laptop auf einer 6,5-stündigen Fahrt mit 40 Minuten Verspätung halt so machen kann. Aber auch ein bisschen Marvel Snap gespielt und Switch gespielt. Das finde ich ist auf Zugfahrten immer ganz gut, dass man das auch ein bisschen beruflich nutzen kann, Artikel zu schreiben und Spiele zu spielen. Ja, genau, das, was man halt auf einer Bahnfahrt so macht. Genau. Und Tim, du hast deine Bachelorarbeit über das Thema sogar geschrieben. Was war denn die Forschungsfrage? Also die Forschungsfrage war, ob sozusagen gemessen an dem kulturellen Stellenwert, den Videospiele in unserer Gesellschaft haben, ob die Repräsentation von Videospielen in den Massenmedien dem sozusagen angemessen ist oder nicht. Genau, das war die Fragestellung. Das ist sehr lustig, weil genau darüber reden wir jetzt. So ein Zufall. Ja. Vielleicht nochmal, weil nicht für alle der Begriff Spiele- oder Games-Journalismus so klar ist, könnt ihr nochmal definieren, was ist Games-Journalismus? Was ist Games-Journalismus? Was ist Games-Journalismus? Naja, ist das eine Unterform des Journalismus, die heutzutage hauptsächlich online stattfindet, würde ich sagen. Früher sehr stark im Printmedium vertreten war durch Spielemagazine, die im weitesten Sinne alle Spiele rezensieren, also dir sagen, welches Spiel lohnt sich zu kaufen, welches nicht. Damit ging das ja alles grundsätzlich los. Und inzwischen hat sich das ja auch dahin ausgearbeitet, dass es investigative Reportagen gibt, dass über die Spielebranche berichtet wird, auch über die Missstände der Spieleindustrie gesprochen wird. Also von diesem Spektrum vom einfachen Spiele-News über Spieletests bis hin zu Reports und Berichten, eben alles, was die Spieleindustrie so beschäftigt. Genau, also hätte ich auch gesagt, es ist, glaube ich, ging los, als so mein alter Chefredakteur Colin Gebel hätte gesagt, Produktjournalismus. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile sind wir eher so bei Kulturjournalismus angekommen, eben, dass eben diese Metaebene auch oft mit reinspielt, was ja eigentlich cool ist. Das hattest du gerade, Manu, angeschnitten. Wie vertreten seht ihr denn beide das Thema Games-Journalismus oder generell den Kulturjournalismus in den Medien? Naja, der Spielejournalismus ist schon relativ groß, wenn man sich mit den Spielen beschäftigt. Also du hast schon auch innerhalb von Deutschland eine sehr große Medienlandschaft, die über Spiele schreibt, die aber eigentlich zu, ich sag mal, 80-90% nur Fachmedien sind. Also von Game2 bis zur GameStar, IGN, die halt ausschließlich über Spiele sprechen. Im Gegensatz zum klassischen Kulturjournalismus findest du heutzutage meiner Meinung nach recht wenig spielerelevante Themen im Feuilleton zum Beispiel, in Tageszeitungen. Da muss dann immer irgendein Aufregerthema da sein oder irgendwas ganz Besonderes passieren. Wenn sowas wie Last of Us als Serie umgesetzt wird oder die Postapokalypse irgendwie verarbeitet wird, dann findet man sicherlich auch mal im Kulturteil was im Spiegel, aber doch eher selten. Und bei klassischer Theater-, Musik- oder Kinokritik ist es traditionell einfach viel öfter dort anwesend in den Kulturredaktionen. Ja. Genau, also da muss man halt einfach fragen, von welchen Medien sprechen wir. Also wenn du natürlich jetzt irgendwie Social Media machst, da ist es natürlich ultra präsent. Mhm. Auf YouTube natürlich total präsent, Videospiele als Thema, als wenn wir jetzt nur über Videospiele sprechen. Aber auch andere Sachen, Filme, ne, Serien, Bücher, was auch immer, auf YouTube zum Beispiel ist es ja, oder auf Twitch, eigentlich allgegenwärtig, solche Themen. Aber halt zum Beispiel im Fernsehen, und das war ja was, wo es mir vor allem immer drum ging, weil ich
eigentlich TV-Journalist bin, da kam das halt so gut wie gar nicht vor, beziehungsweise, wenn wir jetzt uns mal zurückerinnern, ein paar Jahre, wie über Medien, über Videospiele in den Medien berichtet wurde, war es halt sehr oft immer negativ. Und deswegen ist, glaube ich, diese Beziehung, die Videospiel-Community mit zum Beispiel dem Fernsehen hat, so ein bisschen vorbelastet, weil wir alle erinnern uns noch an so Sachen wie die Killerspiel-Debatte und so, wo natürlich Videospiele dann immer ganz krass im Fokus waren, oder diese alljährlichen Beiträge von der Gamescom, wo vor ein paar Jahren dann immer anmoderiert wurde mit, ja, die Gamer schwitzen auf der Gamescom und da laufen sie wieder rum und was machen die eigentlich sonst außer zu Hause im Keller sitzen, haha, und die Fensterläden sind zu, so, das, ne, ist immer so dieses Ding. Und dann hat sich, glaube ich, da so eine relativ kritische Einstellung, glaube ich, auch in der Community gebildet gegenüber der Berichterstattung. Und da wird jetzt zum Glück, glaube ich, seit vielen Jahren schon dagegen gearbeitet und es gibt jetzt auch viele, viele gute Sachen, die rauskommen, aber genau wie Manuel schon meinte, also es ist halt einfach tatsächlich im Linearen noch relativ schwer zu finden, was man da über Videospiele erfahren kann. Was ich interessant finde, dass wir da ja schon mal sehr viel weiter waren. Also ihr seid ja öffentlich-rechtlich, aber davor gab es ja schon die Pixelmacher, es gab schon Reload, also es gab ja schon Versuche, auch im klassischen TV-Format die etwas jüngere Zielgruppe, die man damit offensichtlich erreichen will, anzusprechen. Aber gerade auch Reload und Pixelmacher haben ja gezeigt, dass man da auch erwachsenen Menschen, weil der Durchschnittsgamer ist inzwischen 36, laut Statistik, ansprechen kann, haben sich aber nicht gehalten, diese Formate. Also da gab es dann trotzdem laut der Oberen nicht genügend Publikum dafür. Ja, und auch damals schon. Also es ist halt immer so die Frage, ne? Gerade im TV ist es einfach, welche Chancen gibst du einem Format überhaupt? Ja. Allein schon mal der Sendeplatz ist ja ultra entscheidend. Wenn du jetzt sagst, okay, dein Format läuft halt um 0.30 Uhr oder so weiter, ja, dann ist natürlich die Frage, okay, wie viel Quote kannst du da machen? Ne? Und dieses Vertrauen, gerade in der Vergangenheit wurde das, glaube ich, nicht besonders häufig einfach solchen Formaten ausgesprochen, weil es halt immer hieß, ja, Videospiele ist eine Nische und so weiter, das interessiert ja irgendwie nicht alle Leute und damit können viele nichts anfangen. Was natürlich auch irgendwo stimmt, also, ne, ich meine, Videospiele ist dann immer so, das geht auch uns, ist für uns immer so ein Problem. Du hast natürlich auf der einen Seite die alles kennen, denen du nichts erklären musst und die dann immer sagen, oh nee, jetzt erklärt mir schon wieder jemand, was ein Souls-like ist. Ja, Digga, ich kenn's so. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja zum Beispiel mit Game 2 auch so ein bisschen dafür sorgen, dass du halt irgendwie zusammen das schauen kannst. Und das heißt, so ein bisschen müssen wir auch immer zugänglich bleiben für Leute, die jetzt nicht so mega tief in der Materie drin stecken. Und das Problem hast du natürlich immer mit Videospielberichterstattung dann auch gerade in den Jahren Medien, weil du halt, naja, irgendwie immer alle zusammen vor die Kiste holen musst. Ja, das, was du gerade angesprochen hast, dass nicht jeder was mit Videospielen anfangen kann, das sehe ich tatsächlich nicht so, weil ich glaube, dass jeder, zumindest jeder, irgendwann mal ein Videospiel gespielt hat und das geil fand. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht vielleicht an der Transportation der Information liegt oder an der Verfügbarkeit der Information, dass sich einfach ein paar Leute nicht damit auseinandersetzen können, also nicht mit den Spielen auseinandersetzen können, die sie vielleicht total gerne mögen würden. Da gebe ich dir insofern recht, dass inzwischen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen, die selber sich nicht zur Community der Gamer oder der Spielerschaft dazuzählen, trotzdem aber aktiv Teil dieser Welt sind, indem sie halt Candy Crush spielen, Spiele auf dem Handy spielen, Farmville täglich grinden bis zum geht nicht mehr. Und die Menschen interessieren sich aber dann nicht für weitere Themen aus diesem Bereich. Also diese Menschen, die dann so Casual Gamer sind, wie man es gerne in der Subgruppe nennt, würden jetzt, glaube ich, nicht anfangen und sagen, jetzt schaue ich mal Game 2, jetzt lese ich mal IGN oder jetzt abonniere ich mir den Podcast, weil ich möchte mehr darüber erfahren. Das reicht für solche Menschen. Die haben einen kurzen spielerischen Erfolg, sie haben kurz Spaß damit, aber ich glaube trotzdem, dass du nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied hast. Auch wenn die durch die Tageszeitung blättern, die würden nicht hängen bleiben bei einem Bericht darüber, dass jetzt The Last of Us 3 angekündigt wird, weil sie das gar nicht als ihr Thema identifizieren würden. Ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz klare Segmentierung innerhalb dieser Menschheit, die spielt. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch so generell, wenn ich jetzt mal zurückdenke an, wo ich jetzt noch irgendwie klein war,
und so. Also ja, es ist nicht so mega lange her, bin jetzt 34, aber trotzdem war das irgendwie, fand ich noch eine andere Zeit, weil wenn man heutzutage, und ich merke es ja zum Beispiel immer, wenn jetzt Leute zu uns kommen, die halt irgendwie jünger sind und so, die so ein bisschen erzählen, wie die halt so spielen und so weiter, das ist halt auch einfach irgendwie so ein bisschen eine andere Community geworden. Das ist gemessen auch daran, was für Spiele halt rauskommen. Weil als ich damals so zu dieser ganzen Magazinzeit und ich mir damals irgendwie meine Mausklick gekauft habe und so, da hat man da immer durchgeblättert und hat sich irgendwie für jedes Spiel irgendwie interessiert und hat auch gefühlt, also ich spreche jetzt nur für mich, aber vielleicht ging es den anderen auch so, halt viel mehr Spiele auch einfach gespielt, weil die Spiele waren nicht so lang, es gab noch keine Games as a Service, wo du halt, also Destiny, keine Ahnung, spiele ich jetzt seit 10 Jahren, sowas gab es dann halt vielleicht mit Warcraft irgendwann, ne? Aber ja, es gab halt viel mehr Spiele, die halt einfach mal, was weiß ich, 20, 15, 10 Stunden lang sind oder so. Und da hast du einfach natürlich dich immer viel mehr informieren müssen, wohingegen du, während du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel LOL spielst, naja, du informierst dich halt darüber, über das neue Update von LOL, was kommt da raus, wie ist der neue Hero, wie ist die Meta gerade und so weiter. Aber das ist halt auch nochmal ein anderer Zugang. Und ich merke halt voll oft, dass so viele Leute ganz viel Videospiele spielen, aber halt nicht mehr so divers über verschiedene Genres und verschiedene Spiele verteilt, sondern halt einfach viel mehr Zeit, hunderte Stunden in halt zum Beispiel ein Spiel stecken. Ich sehe da eine ganz klare Parallelität auch zu anderem Kulturjournalismus. Also wenn wir es jetzt mal vergleichen, es gibt Leute, die kaufen sich eine Xbox oder eine Playstation, kaufen sich FIFA oder jetzt FC Sports, EA, was auch immer und spielen das jahrelang und kaufen sich dann die neue Version und interessieren sich gar nicht darüber, was ihre Konsole sonst noch kann. Und so ähnlich ist es ja dann auch, wenn du jetzt Leute, die sich für Musikjournalismus interessieren würden, die sagen, ich möchte gerne mehr über Musik lesen. Da hast du trotzdem auch die Leute, die nur Hip-Hop hören, da hast du trotzdem Leute, die sich nur für Kultur interessieren und die dann nur zu klassischen Konzerten gehen und die würden dann auch nicht anfangen, sich jetzt eine Juice, gibt sie noch, zu kaufen, ein Hip-Hop-Magazin, und darin rumzublättern, weil sie sagen, ich höre gerne Musik. Und das sehe ich halt bei den Videospielen auch, dass das eine sehr, sehr starke Segmentierung ist. Leute spielen Online-Spiele, Leute interessieren sich für World of Warcraft. Ja, die gehen dann halt auch zu Subseiten, die sich nur über Warcraft austauschen, gehen in einzelne Communities rein. Also diese Segmentierung, es gibt nicht mehr diese klassische Gaming-Community, wie wir sie in den 80ern, 90ern vielleicht noch hatten. Okay, dann, darauf kommen wir später nochmal zurück, weil ich habe noch ein paar andere Fragen. Ihr habt jetzt ja den Begriff ein wenig definiert und jetzt auch darüber gesprochen, was ihr daran seht. Denkt ihr, ihr werdet anders wahrgenommen als andere Journalisten, so vom Verhalten her? Ja, doch schon. Also, aber ich meine, die Frage ist natürlich, wie wichtig ist das jetzt in der JournalistInnen-Community wahrgenommen zu werden als, keine Ahnung, seriös oder was auch immer. Aber ich glaube, bei uns ist die Chance da relativ gering. Naja gut, wobei, ich meine, Basti hat jetzt dafür gesorgt mit der Folge 307 von Game 2, wo wir ja eine höchst ernste und sachliche Reportage über Herr der Ringe Gollum gemacht haben. Das jetzt, also Basti hat uns seriös gemacht, sag ich mal. Aber vorher, wenn er natürlich jede Woche irgendwelche mindestens 5, 6 völlig dumme Sketche in deine Sendung machst, dann wird der Pulitzer-Preis, glaube ich, relativ weit entfernt sein. Aber ich glaube, das, also, ich weiß nicht, mir persönlich ist das jetzt auch nicht so mega wichtig. Mir geht es halt vor allem um Gaming und Videospiele und ich glaube, von der Karriere im investigativen Journalismus bin ich jetzt noch ein bisschen entfernt. Und Videospieljournalismus wird natürlich immer auch als ganz klar, was es ist, eben als Produktjournalismus abgestempelt, und das ist ja auch völlig zu Recht der Fall. Also natürlich hat der Videospieljournalismus eine sehr, sehr starke, erzwungene Nähe zur Videospielindustrie, weil wir halt über Produkte berichten und über Produkte reden, und das ist natürlich ein Kulturgut. Natürlich kannst du über Spiele auch kulturell reden, aber die meiste oder das Gros der Videospielpresse schreibt halt, wie geil ist die Grafik, wie geil ist der Sound, wie spielt sich das. Und das ist ja auch das, was viele Leute dann eben interessiert. Und da ist natürlich nicht sehr viel journalistische Tiefe drin. Es ist einfach trotzdem ein Handwerk. Du musst trotzdem gut schreiben können, du musst gut analytisch an die Sache rangehen. Deswegen glaube ich schon, dass da so diese gewisse Grundakzeptanz da ist. Aber wie du auch gesagt hast, Tim, es ist ja nicht relevant, was andere JournalistInnen über uns denken. Ich denke, man kann trotzdem guten Produktjournalismus machen, indem man eben unabhängig bleibt, indem man eben sich nicht manipulieren lässt oder auch nicht zu stark unter dem Einfluss der Industrie dann seine Entscheidungen trifft. Und das, finde ich, ist dann auch ein Qualitätsmerkmal für guten Produktjournalismus. Und da sind wir jetzt auch nicht so weit weg von Leuten, die irgendwelche
in Automagazinen irgendwelche Autos testen oder Geschirrspüler testen. Das ist auch halt auch eine Form des Entertainments, des Produktjournalismus. Ja. Wir sind auch, finde ich, gar nicht so weit weg von anderem Journalismus. Also ich habe zum Beispiel während dem Studium viel so Lokaljournalismus gemacht. Mhm. Und im Endeffekt, und auch im Studium, also ich habe auch Journalismus studiert, und da ging es eigentlich vom Ding her immer darum, dass du eine Information recherchierst und aufbereitest. Und eigentlich im Endeffekt machen wir auch nichts anderes. Also du... Das Recherchieren ist natürlich dann bei uns jetzt, wenn du jetzt ein Videospiel-Review machst, das Spiel spielen, logischerweise, irgendwie so ein bisschen zu screenen, was geht um das Spiel herum ab, was ist in den Communities los und so weiter, das alles so ein bisschen aufzusaugen und dann halt eben aufzubereiten und halt irgendwie eine seriöse Berichterstattung darüber zu machen. Deswegen ist der Unterschied da vom Ding her eigentlich nicht so groß, wie wenn du jetzt einen Beitrag machst über... Also ich habe zum Beispiel mal damals beim MDR einen Beitrag gemacht über eine Forellenzucht und das war jetzt auch nicht so viel anders. Also von daher, ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele Parallelen und ich kann auch viel anwenden aus dem Studium und konnte es schon immer in meinem Job. Von daher ist das schon, ist da glaube ich der Weg gar nicht so weit, aber natürlich wirst du immer sagen, ja, was Journalist, ach so, Videospiele, naja. So. Aber was ich ja auch sehe, ist, dass ihr... ja auch in euren Beiträgen zum Beispiel die einzelnen Firmen auch einordnet, über die redet, auch nicht positiv meistens. Also na klar habt ihr eine Nähe zur Industrie, aber ich glaube, ihr habt auch, ihr seid halt separat von denen, gehört nicht dazu. Das ist auch eine ganz wichtige Rolle, die wir da einnehmen. Also ich finde, gerade in den letzten Jahren hat man gesehen, dass Videospieljournalismus auch wichtig sein kann, in Anführungsstrichen wichtig als Kontrollinstanz für die Industrie, weil halt auch durchaus viele Dinge schlecht laufen in der Videospielindustrie. Und genau dafür ist dieses Presseorgan ja dann auch da, da den Finger drauf zu legen. Sachen aufdecken ist natürlich immer noch mal schwieriger aus einer deutschen Perspektive. Wir können nicht wie ein Jason Schreier, der halt ein Investigativjournalist ist in den USA, der sehr nah an den Studios dann eben auch örtlich ist und da rein kann und seine Connection hat. Das wird als deutsches Studio, kann man das machen wie bei The Delic vielleicht, aber bei internationalen Studios fällt es schwerer. Aber du kannst ja trotzdem deine Rolle einnehmen und sagen, okay, wir müssen über Sexismus in der Industrie reden. Ja, wir müssen darüber reden, warum hat die Gamescom bis vor einigen Jahren immer noch Hot Girl Boob Sessions und solche Sachen gemacht und auch Videospielmagazine dann kritisieren. Also auch die Medienkritik an uns selber ist da ja auch relevant. Ja. Auch das hat stattgefunden, dass Videospielmagazine abgestraft würden, dass die eine Babes-Galerie auf der Seite haben. Und da hat sich ja viel getan und da bin ich auch relativ happy und stolz darüber, dass die Videospielpresse sich da geweitet hat, dass da nicht nur White Dudes arbeiten, sondern eben auch vermehrt die Perspektive aus weiblicher Sicht in der Spieleindustrie stattfindet und auch die Arbeitsbedingungen in der Spieleindustrie, die in den letzten Jahren halt sehr unter Crunch gelitten haben, also zu lange Arbeitszeiten, sehr viel Harassment in den Studios auch stattgefunden hat, also sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, und dass da die Videospielpresse jetzt halt auch ein Auge drauf wirft und darüber berichtet und nicht sagt, ist uns egal, wir wollen nur Spiele spielen, was man ja dann oft aus der Community hört, dass man diesen Druck auch aushält und als Videospielpresse da dafür einsteht und drauf zeigt. Genau, also ich würde es auf jeden Fall auch nicht so sagen, wie du jetzt meintest, dass wir eine Nähe zur Industrie haben. Also das würde ich nie sagen. Ich finde auch, genau wie du sagst, wir sind eine Kontrollinstanz irgendwie, die es auch braucht. Weil auf der anderen Seite hast du ja das ganze Marketing. Also ich finde immer so, das sind so die beiden Seiten. Du hast natürlich logischerweise die Marketingleute, die das Spiel bestmöglich verkaufen wollen, was ja auch völlig okay ist, weil es ist deren Job und die wollen Geld verdienen, die wollen was verkaufen und so weiter. Aber genauso muss es dann eben auch eine kontrollierende Instanz geben, die das filtert, was du sozusagen Informationen von den Marketingabteilungen bekommst. Und wenn du das nicht mehr hättest als videospielende Person, dann wäre das einfach sehr, sehr schwierig, finde ich, auch gerade wenn ich jetzt Kaufentscheidungen treffen müsste, das einfach dann realistisch beurteilen zu können, ob ich mir ein Spiel jetzt kaufen soll oder nicht, weil, also wir haben es ja schon so oft gesehen, mein Beispiel Anthem zum Beispiel, ne, was du da an Trailern präsentiert bekommst und wie das Spiel hochgehypt wird und so weiter und wie dann das finale Produkt aussieht, und ich denke mir halt immer, ich würde auch nie ein Spiel vorbestellen, weil ich mir immer so denke, ey, nee, wir haben schon zu oft erlebt, dass du einfach wirklich nicht das bekommst, was da im Vorfeld präsentiert wird. Deswegen will ich mir lieber erstmal irgendwie, keine Ahnung, einen Beitrag anschauen, einen Artikel lesen oder dann eben zumindest mal vielleicht in den Stream reinschauen oder mir ein Let's Play angucken oder so, um halt zu checken, okay, gebe ich dafür jetzt wirklich, keine Ahnung, ja, bis zu 80 Euro aus oder nicht.
Und deswegen ist es schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Genau. Und ich würde jetzt da nicht von Nähe sprechen, sondern es ist wirklich eher die gegenüberliegende Seite des Ufers sozusagen. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe mir Forspoken für 80 Euro vorbestellt. Mein Beileid. Ja, ja, ja. 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 Das hat wehgetan. Ja, ich würde aber nochmal gerne über das etwas Fachlichere reden. Wie wird man denn Games-Journalist? Ihr seid ja beide relativ unterschiedliche Wege gegangen. Mhm. Wie wird man Games-Journalist? Also auch da, finde ich, ist eigentlich genau wie jede andere Journalismusbranche. Also Journalismus generell ist ja eigentlich so eine Branche der Quereinsteiger. Also du musst eigentlich nicht jetzt Journalismus studiert haben wie ich, das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Das ist natürlich immer cool, weil du einfach schon sehr viel Handwerkszeug mit an die Hand bekommst. Und bei uns zum Beispiel war es super. Ich habe an der Hochschule Magdeburg-Stendal studiert. Und da hattest du zum Beispiel auch schon im Studium die Möglichkeit, dich auf ein gewisses Medium einzuschießen. Also du konntest dich in Hörfunk spezialisieren oder eben TV oder Print und so. Und hast da halt natürlich schon viel beigebracht bekommen. Aber es ist halt nicht notwendig, sondern was, glaube ich, der klassische Weg ist, auch in anderen Redaktionen, ist halt Praktikum, Volontariat und dann eben so irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Genau. Und so lief es bei mir auch ab. Also ich habe studiert, habe danach Praktika gemacht, war bei Computec erst im Online-Journalismus und dann von da aus zu Game One damals noch, was auch von Rocket Beans produziert wurde, damals für MTV und Viva, also für die Viacom. Genau, habe da Volo gemacht und dann bin ich da geblieben sozusagen. Und du hast ja die Quereinsteiger schon angesprochen. Also ich glaube, sehr, 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 sehr viele SpielejournalistInnen, die du triffst in der deutschen, auch international wahrscheinlich, sind klassische Quereinsteiger. Bei mir war das ganz klassisch über die Blogs. Ich weiß nicht, ob die Jugend das noch kennt. Früher gab es Blogs, wo man Artikel veröffentlicht hat. Bevor das ganze Social-Media-Gedöns losging, ist man so rumgesurft und hat auf verschiedenen Blogs geguckt, was die Leute so über Spiele schreiben. Und da gab es eine sehr, sehr aktive Blog-Szene in Deutschland, wo wirklich wie so eine Indie-Szene eigentlich der Spielepresse so existiert hat. Und da habe ich mir ein großes Netzwerk aufgebaut, habe das wirklich so als Hobby angefangen, weil ich damals die Entscheidung hatte, gründe ich eine Firma und mache Internetseiten und Webseiten. Das habe ich dann 15 Jahre lang gemacht, aber hatte damals schon den Weg, mache ich das oder studiere ich Journalismus? Und das habe ich dann immer so ein bisschen bereut. Also ich war zwar happy dann auch in meinem Beruf und habe Medienagentur geleitet, aber habe immer nebenher gedacht, ich brauche einen kreativen Outlet. Und dann habe ich angefangen, in einem Blog über Spiele zu schreiben, habe einen Podcast gestartet und dann hat sich das ganze Ding so entwickelt und ist so gewachsen. Und dann hatte ich natürlich auch jahrelang Übung, also einfach durchs Machen. Deswegen so, wenn man Spielejournalist oder Journalistin werden möchte, in der Regel kannst du da eigentlich total einfach starten damit, indem du einfach ausprobierst, Texte schreibst, ja. Die veröffentlichst und da einfach in die Übung kommst. Gerade heute, also heutzutage ja. Mit YouTube und so weiter, jeder hat ein Handy, mit dem man filmen kann. Also du hast ja heutzutage so viele Möglichkeiten, so viele gute Möglichkeiten, auch qualitativ hochwertigen Content zu machen. Also, ja, das leichter ist, denn je. Ja, auf jeden Fall. Also sogar wir filmen manchmal was mit dem Handy. Aber ich würde trotzdem sagen, dass läuft auch im Fernsehen. Ich würde trotzdem empfehlen, sowas wie ein Volontariat zu machen, weil wie du schon gesagt hast, so dieses Handwerk, das wird ja auch oft kritisiert und das ist auch bezüglich auf deine Frage, ob Videospieljournalismus anerkannt ist oder ob das respektiert wird, dass durch viele Quereinstiege auch manchmal dann so diese Distanz tatsächlich fehlt, dass Leute vielleicht nicht dieses Handwerk haben oder sich gerne auch mal ein bisschen einlullen lassen vom Marketing und dann eben nicht dieses Handwerk mitbringen, wie strukturiere ich einen Artikel gut oder wie baue ich das auf oder wie distanziere ich mich davon, wie laufe ich nicht in die Gefahr, mich da zu sehr lenken oder manipulieren zu lassen. Und ich denke schon, dass das immer noch der präferierteste Weg ist. Es spricht nichts gegen Quereinsteiger, man kann dann auch eben gut sein, aber man lernt schon sehr viel, wenn man in eine Redaktion geht. Und also, das kann dann auch eine Lokalredaktion sein, das ist ja dann völlig egal. Auf jeden Fall, also im Endeffekt ist es ja auch so, ich glaube, als Journalist musst du einfach immer Interesse haben, auch dich mit Sachen zu beschäftigen, wo du jetzt noch keinen Zugang hast. Selbst über Forellenzucht. Forellenzucht, ja. Ich meine, im Endeffekt sind es halt immer irgendwie, du musst einfach irgendwie die Geschichte suchen, was interessant ist. Und selbst wenn du Videospieljournalist bist, du wirst auf jeden Fall in die Situation kommen, wo du ein Spiel zocken musst oder testen musst, was du nicht geil findest. Ja. Oder ein Genre, mit wem du gar nichts anfangen kannst. So, und wir hatten jetzt letztens erst, also ich greife jetzt vor, die Sendung kommt, obwohl nee, ist schon gelaufen, ja stimmt, kam ja gestern raus. Ja, genau. Also da war zum Beispiel jetzt lustiges Beispiel, aktuelles Beispiel, Talos Principle 2, weiß nicht, ihr kennt es ja bestimmt, ne? Das ist halt so ein
philosophisches Puzzlespiel. Und als wir das unserem Redakteur John vorgeschlagen haben, meinte er so, oh nee, ey, Puzzle, da habe ich gar keinen Bock drauf, Rätsel ist gar nicht meins. Und am Freitag meinte er dann so, und er ist wirklich, also er hat über 200 Stunden in Baldur's Gate 3 reingesteckt, ja. Und war wirklich der größte Verfechter von diesem Top-Game, zu dem wir ja auch ein Special gemacht haben. Und er meinte so, Talos Principle 2, Game of the Year. Und da dachte ich mir so, ja genau, ey, weißt du, so ist das nämlich das Schöne daran. So, du kriegst manchmal einfach irgendwie, so hättest du es wahrscheinlich nie angefasst, aber du musst einfach diese bisschen diese Begeisterungsfähigkeit mitbringen, dann eben dich drauf einzulassen und manchmal kriegst du dadurch irgendwie einen ganz neuen Zugang auch zu etwas, was du eigentlich jeden Tag machst. So. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool und das ist, glaube ich, generell beim Journalismus einfach eine schöne Sache, dass du deinen Horizont erweitern kannst, dass du irgendwie Menschen kennenlernst, irgendwie über Sachen dich informieren kannst, die du vorher noch nicht wusstest und das dann eben auch weitergibst. Das ist schon cool daran. Das heißt, dass sozusagen eigentlich jeder die Möglichkeit hätte, wenn man sich dafür interessiert, einfach einzusteigen und einfach irgendwie ein Video dazu zu machen. Warum ist dann in den ganzen Altmedien, in der Zeitung, das hattet ihr eben schon angesprochen, warum wird dann nur über die Videospielbranche gesprochen, wenn sowas passiert wie jetzt die Blizzard-Kontroverse oder die Killerspiel-Debatte, die alle 3 Jahre wieder aufkeimt? Also, das verstehe ich nicht. Naja, das hängt wahrscheinlich mit der Zielgruppe irgendwie auch so ein bisschen zusammen, ne? Also ich meine, im Endeffekt ist alles irgendwie auch reichweitengetrieben, egal ob du jetzt eine Zeitung bist, wo es um die Auflage geht oder wo es, wenn du ein Online-Medium bist, geht es um Klicks und wenn du im Video bist, dann geht es halt darum, wie lange die dein Video schauen und so weiter. Also und es gibt Sachen, die laufen gut und Sachen, die laufen schlecht und da ist natürlich dann immer so die Frage, okay, ich versuche etwas, funktioniert es und wenn es nicht funktioniert, ist die Frage, okay, habe ich jetzt das Vertrauen, dass es später irgendwann funktioniert? Muss ich mir erst eine Community aufbauen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Zeit bin, wie viele Videospielartikel muss ich auf meiner Seite haben, bevor sozusagen die Community langsam zur Zeit kommt und sagt, ach ja, guck mal, hier kann man auch was über Videospiele lesen, deswegen gucke ich da jetzt öfter mal drauf. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Und ich glaube, ich würde mir auch mehr Mut wünschen irgendwie, das eben zu versuchen, so das so ein bisschen umzudrehen. Und zum Beispiel gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen sehe ich das auf jeden Fall, dass es eben genau diesen Mut jetzt gibt. Und selbst wenn jetzt Sachen noch nicht mega gut laufen oder die absoluten Hammerquoten erzielen, hat man aber irgendwie erkannt, dass man einfach diese Kultur, diese Gaming-Community irgendwie abbilden muss. Ja, da gibt es zum Beispiel ja auch jetzt für Kinder Team Timster, was ich persönlich ziemlich geil finde. Das sehe ich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass jetzt die... Ja. Gerade bei den klassischen Printmedien sehe ich da auch so ein Altersschichtproblem. Also dass du natürlich 2 Faktoren dann hast, dass in den Redaktionen auch vielleicht noch eine Generation auch in der Führungsposition ist, die halt noch nicht unsere Generation ist, die vielleicht noch eine Generation drüber war. Und selbst wenn unsere Generation, ich mache mich jetzt mal jünger als ich bin, aber ich nenne uns mal in die gleiche Generation, da war ja, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war. Ist das ein Kompliment für dich oder ein Diss für mich? Ja, beides. Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, wie es in deiner Schulzeit war, aber da war ich noch der Nerd, der Videospiele gespielt hat und in meiner Klasse und in meiner Stufe gab es recht wenig, mit denen ich mich austauschen konnte. Es war auf dem Pausenhof so eine kleine Nerd-Gruppe und ich habe dann beobachtet, so bei euch in der Generation ist es wahrscheinlich sehr viel verbreiteter, dass auch übergreifender über Spiele gesprochen wird und wenn ich dann ich habe 2 erwachsene Söhne inzwischen, aber wenn ich dann bei den Elternabenden war, habe ich mir so rumgeguckt und dann habe ich mal so versucht, so ein Gespräch zu kriegen, ob die auch spielen, da war ich halt der Einzige, so, ja. Und das Bild sehe ich dann halt auch in Redaktionen, dass da halt noch Führungspositionen sind, die vielleicht denken, Spiele sind so ein Nerd-Ding, Spiele sind so ein Kinder-Ding. Und das ändert sich ja nach und nach. Also da wachsen ja dann auch Redakteur und Redakteurinnen nach, die dann eben auch in Führungspositionen landen. Deswegen sieht man da, glaube ich, jetzt mehr und mehr und das wird in den nächsten Generationen, glaube ich, auch stärker dann werden. Und gleichzeitig hast du aber gerade im Printbereich natürlich in klassischen Tageszeitungen und in diesen großen eingesessenen Magazinen natürlich auch eine Zielgruppe, die mitgealtert ist, die jetzt auch nicht sagt, ich interessiere mich jetzt unbedingt so für Videospiele, aber die jüngere Generation fängt jetzt auch nicht an, ein Spiegel- oder ein Zeitabo sich zu schießen. So, weißt du, das ist dann irgendwie, glaube ich, so ein
Problem, ein Henne-Ei-Problem, wie du auch gesagt hast. Man müsste damit anfangen, um eine neue Zielgruppe zu kriegen, die ist aber noch nicht da und dann verpuffen die Artikel und keiner liest sie. Also du meinst, es liegt immer noch an der Missrepräsentation von Videospielen? Ja, öffentlich. Aber natürlich gleichzeitig auch, dass du nicht die junge Leserschaft okay. vielleicht hast, genau. die sich dafür interessieren würde. Und das ist, so interpretiere ich das, dass da keiner richtig anfangen will, weil es sich einfach noch nicht lohnt auch. Dann würden wir jetzt tatsächlich zu meiner letzten Frage kommen, nämlich wie sieht es mit der Zukunft aus? Habt ihr irgendwas, was jetzt in den nächsten Jahren, wo ihr glaubt, das wird die Spielebranche oder generell die Kulturjournalismusbranche dominieren, sowas wie künstliche Intelligenz oder irgendwas in die Richtung? Also künstliche Intelligenz auf jeden Fall. Also das ist ganz präsent, sowohl in der Spieleentwicklung, auch im Positiven und im Negativen. Da gibt es super viele Beispiele, wo sich da ganz, ganz viel ändert und man jetzt echt überlegen muss, natürlich irgendwie, wie man damit umgeht. Also sowohl vom Gesetzgeber aus, ich glaube, da muss jetzt gerade in diesem KI-Bereich noch ganz viel sozusagen irgendwie, müssen noch Gesetze geschaffen werden, um das mal irgendwie alles abzubilden. Allein schon mal diese ganze Urheberrechtsgeschichte, dass halt Leute auch irgendwie bezahlt werden für Sachen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, aktuelles Beispiel, Synchron, Spielesynchron, wird ganz viel mit KI gemacht mittlerweile, was natürlich bedeutet, SynchronsprecherInnen haben keine Jobs mehr. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn du zum Beispiel mit einer KI sagst, ey, wir trainieren hier mal so ein Model mit dem und dem und dem der Person und daraus entsteht dann irgendwie eine KI-Stimme, dann kriegen die Personen, auf denen dieses Model basiert, davon absolut nichts. Ne? Und das ist natürlich schon eine Gefahr, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch ganz viele Chancen. Also es ist natürlich ein ultra starkes Tool, was du nutzen kannst, um viel schneller Assets zu programmieren für Videospiele, um gerade Indie-Studios natürlich sich jetzt zum Beispiel auch dann wiederum vielleicht eine Vertonung, eine Vollvertonung von ihrem Spiel leisten können, was sie vorher niemals hätten machen können. Genau. Also das ist einfach total vielschichtig, dieses KI-Thema. Natürlich ultra spannend, aber natürlich auch manchmal ein bisschen scary irgendwie für manche Leute. Deswegen wird das auf jeden Fall ein Riesenthema sein jetzt in der Zukunft. Ja. Und da sehe ich auch die Spielepresse natürlich auch wieder in der Rolle, in der aufklärerischen Rolle, diese Ängste zu sehen, die Ängste in der Industrie aufzunehmen. Wie verändert sich die Industrie durch diese KI-Thematik? Aber wie verändert sich auch unsere Branche, also unsere Pressearbeit dadurch? Weil ich glaube, so der klassische Spiele-Reviewer, die klassische Spielekritik wird es weiter geben, weil das kann eine KI im Prinzip auch schreiben und machen. Die werden in Zukunft wahrscheinlich auch Spiele spielen können und dir analytisch sagen, ist es ein gutes oder ein schlechtes Spiel. Aber da fehlt ja trotzdem so ein bisschen die Subjektivität. Man erwartet ja, wenn man einen Bericht anschaut, dass man weiß, wie war dieser Redakteur, wie ist diese Redakteurin, steht die auf das Genre? Oder wie du jetzt gerade das Beispiel gesagt hast, dieses ganz subjektive Empfinden, das ist eigentlich nicht mein Genre, aber das hat mich trotzdem total begeistert. Da steckt ja immer noch sehr viel Menschlichkeit drin. Deswegen mache ich mir da in dem Bereich wenig Sorgen. Aber das wird die klassische Spiele-Webseite wird in Zukunft wahrscheinlich auch KI-generierte News haben, weil das ist einfach, da ist ein Fakt, da ist irgendwas released, da ist irgendwas passiert, das kann eine KI innerhalb von Millisekunden zusammenfassen und als eine News rausballern. Da brauchst du, glaube ich, keine menschliche Arbeit mehr. Und diese Begleitung, wie du gesagt hast, gerade was KI als Werkzeug für die Indie-Szene und für die Spieleentwicklung bedeuten kann, da stecken so viele Chancen drin. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, du gehst als in The Witcher oder in Skyrim oder was auch immer in Rollenspiele zu einem NPC hin, also zu einem Charakter, der sonst immer geschrieben wurde und der dann immer die gleichen vier Sätze hat. Und wahrscheinlich jetzt schon in Arbeit wirst du in Zukunft in Rollenspielen hingehen und du wirst komplette Dialoge mit diesen Charakteren führen können, indem du ins Mikro redest und dieser Charakter reagiert auf dich. Die werden endlich mal dir hinterherrennen und motzen, wenn du ihnen das Geld aus der Truhe klaust, ja? Weil die KI einfach sieht, was machst du da eigentlich? Sag mal, bist du bescheuert? Ich bin hier drin, ich koche hier gerade und du räumst mir die Kiste aus. Also da steckt so viel Potenzial drin in KI als mitspielende Persona in Videospielen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und das zu begleiten, das ist genau das, was du gemeint hast, mit Interesse haben, auch Neuerungen nicht immer nur als Angst zu verstehen, sondern eben auch als Chancen und das den Lesern und Leserinnen zu vermitteln. Ich hab jetzt zum Beispiel bei der Gamescom auch mit Charles Cecil geredet, das ist ja auch ein absolutes Urgestein der Videospielbranche, mit Baphomets Fluch zum Beispiel oder Beneath the Steel Sky auch und so, in der Point-and-Click
Branche halt wirklich so ultra Star. Und der meinte zum Beispiel auch, dass sie jetzt ein Remake vom ersten Baphomets Fluch gemacht haben. Und er meinte, das wäre ohne KI, hätte das niemals entstehen können, weil das einfach viel zu aufwendig gewesen wäre, diese ganzen Sachen alle nochmal neu zu bauen, diese ganzen Assets zu modernisieren, die ganzen Voice Lines, zum Beispiel die Original Voice Lines konnten sie mit KI sozusagen halt qualitativ den Boost geben, modernisieren und so weiter. Und der meinte, das wäre sonst gar nicht entstanden. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Beispiel, wo du so denkst, naja, ist schon cool. Ich meine, jetzt haben wir ein Remake von Baphomets Fluch 1, wer auch immer sich dafür interessiert. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Und das wäre sonst nicht entstanden. Und das ist natürlich dann wiederum eigentlich ein schöner Aspekt auch davon. Und ich glaube auch, die Spieleentwicklung wird deutlich spannender werden. Also auch für Creative Gaming Festival, wo wir jetzt ja hier sind, du wirst halt nicht immer diese große Hürde haben, dass du programmieren lernen musst in Zukunft, sondern ich stelle mir das so vor, dass wir in 10 Jahren wahrscheinlich hier sitzen und dann wird es hier Spiele geben, wo jemand gesagt hat, ich habe keine einzige Zeile Code geschrieben, sondern ich bin halt in meinem Unreal, in meinem, weiß nicht, ob es Unity bis dahin noch geben wird, aber ich bin in meinem Editor und ich stehe quasi mit VR im Level und ich sage dann, hey, ich hätte gerne hier einen schönen Wald und dann generiert der sich und dann sagst du, hey, und da möchte ich jetzt gerne, dass hier Wildschweine rausrennen, wenn der Spieler hier und hier ist oder die Spielerin, ja. Und solche Dinge werden, glaube ich, möglich werden und das zu begleiten, da habe ich richtig Bock drauf. Aber das wird natürlich auch dazu führen, dass es einfach eine riesige Flut an schäbigen Billow-Games auf uns zuschwappt. Aber umso wichtiger, ist es dann, dass dann da gute Spiele genau. zu finden. Ja. Also Kuration ist einfach ultra wichtig. Ja. Das ist das Stichwort. Spielepresse wird immer mehr nicht mehr den Anspruch haben, alle Spiele, die jetzt released werden, zu reviewen, sondern als Kurator, als Empfehlungsnetzwerk zu dienen. Super, dann hätten wir, glaube ich, noch Zeit für eine Frage vielleicht aus dem Publikum. Und dann war es das auch schon. Ja, dann. Ja, hi. Erstmal ganz lieben Dank für euren echt interessanten Beitrag. War toll, das anzuhören. Mich würde jetzt nochmal interessieren, was denkt ihr, muss sich weiterhin tun, damit wir weg von diesen Stigmata kommen, dass alle GamerInnen, ja, wie du vorhin so schön gesagt hast, schwitzende, stinkende Kellerkinder sind, die total unsozial sind. Weil ich selber merke das im Alltag auch, gerade als Frau wird man häufig immer noch echt komisch angeguckt, wenn man sagt, dass man zockt. Und ich merke das, dass ich immer wieder in so eine Erklärnot auch komme, aber hey, ich bin total sozial und ich mache auch noch andere Dinge. Und ja, was denkt ihr, was ich da tun muss weiterhin, damit wir einfach weiter davon wegkommen und es vielleicht auch immer weiter gesellschaftstauglicher wird? Naja, also ich muss sagen, ich finde irgendwie, es hat sich schon viel getan in der Hinsicht. So. Also ich meine, okay, du machst die Erfahrung immer noch, was natürlich doof ist, aber ich sag mal so im Vergleich zu vor 10 Jahren, finde ich, hat sich da schon einiges getan, einfach dadurch, dass so viele Leute zocken. Und ja, ich meine, da ist natürlich das Thema Videospiele irgendwie in den Massenmedien auf jeden Fall auch ein Aspekt von, würde ich sagen. Dass einfach mal Leute irgendwie mitbekommen, wie viele Leute eigentlich spielen, das ist natürlich auch so ein Ding, wo du dann vielleicht nicht mehr sagst, hey, was soll das, wieso zockst du, sondern ja, okay, macht ja irgendwie jeder heutzutage. Und es ist vielleicht auch irgendwie ein Altersding, also dass natürlich dann immer wieder neue Leute nachkommen, die auch alle zocken und so weiter, also es wird sich wahrscheinlich über die Jahre von da an ein bisschen ändern, aber auch da finde ich, ist ein Medien natürlich ein riesen Punkt, also je mehr du siehst irgendwie in den Medien, desto normaler wird es, glaube ich, auch. Ja. Und ich muss auch hier eine Lanze brechen für so Festivals wie hier das Play Festival. Das hilft, glaube ich, auch enorm. Ja, wenn du hier heute es irgendwie verkaufst auf einer Sonntag, die Leute stolpern vielleicht hier rein und sehen, ah, auch das ist Spielkultur, auch das ist irgendwie, die Menschen, die hier sind, sind Gamer und Spielerinnen. Und das macht, glaube ich, auch viel aus. Und auch, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Repräsentanz auf Events wie auf der Gamescom und so, das hat sich ja auch total gewandelt. Man geht nicht mehr auf eine Gamescom und sieht nur noch kleine Teenager-Jungs, no offense, aber das ist halt früher so gewesen. Die Spieleindustrie war ganz klar fokussiert auf 14-jährige Jungs. Ja? Marketing in den Spielemagazinen waren alles darauf ausgerichtet und das hat sich enorm gewandelt. Wenn man jetzt auf Spiele-Events geht, sieht man ein sehr viel bunteres Programm und dadurch eben auch ein sehr viel diverseres und bunteres Publikum. Also da hat sich die Industrie auch gewandelt, dass sie gemerkt haben, hey, wir können auch mehr ein breiteres Publikum ansprechen. Und ich glaube, das ist die größte Stellschraube, die da zu drehen ist. Aber gerade so Festivals wie hier und positive Ausstrahlung der Spieleindustrie ist wichtig, ja.
Genau, das finde ich auch. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Industrie jetzt noch daran zu arbeiten hat, dass es halt keine Vorfälle gibt wie die Blizzard-Kontroverse, dass es halt nicht sowas gibt wie Gamergate, dass es sowas einfach nicht mehr gibt, dass die Industrie so divers wird, dass es einfach auch diese Vorurteile nicht mehr gibt. Ich finde es auch irgendwie total spannend, dass du das so sagst, dass du das in deinem Alltag oft erlebst, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch frage, ob das vielleicht auch einfach ein Stück weit zum Beispiel daran liegt, dass du als Frau das jetzt sagst, dass du spielst, weil ich zum Beispiel da auch nochmal mir vorstellen könnte, dass es nochmal einen Unterschied gibt von einer männlichen Person, die sagt, ich zocke, und einer weiblichen Person, die sagt, ich zocke. Also vielleicht ist es auch wirklich so das Ding, dass wir vor allem Spielerinnen irgendwie ein bisschen mehr in den Fokus kriegen müssen und das nicht so nach außen präsentiert wird als männlich dominiertes Hobby, sondern dass es halt vor allem auch viele Frauen gibt, die spielen. Was ist auch? Ja. Nee, jetzt ist es. Ah, jetzt. Ja, ich finde auch, weil ich glaube, viele denken immer noch, dass es genau eher männerdominiert ist. Und wenn man sich aber so umhört, dann sind es ja doch mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Frauen, die auch zocken. Ja. Ja, und natürlich auch alle anderen Geschlechter und so weiter. Ne? Also haben wir das ist auch klar, total wichtig, gerade heutzutage. Und da ist die Gaming-Community auch leider echt noch weit von entfernt von einem Level von Akzeptanz, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wie wir jetzt bei zum Beispiel einer Hogwarts Legacy-Debatte oder so gesehen haben. Also da ist noch wirklich ganz viel Nachholbedarf. Und da muss ich auch wirklich sagen, bei solchen Momenten merke ich echt immer, dass wir da als Gaming-Community echt noch sehr viel Nachholbedarf haben, ja. Ja, ich merke das immer, wenn ich in eine Competitive Valorant Lobby gehe und ich eine Frau im Team habe, dass dann einfach irgendwer, egal wer, direkt sagt, go back to the kitchen oder so. Das ist unfassbar. Das muss in CSGO nochmal schlimmer sein, aber... Ja, und bei jeder Diskussion von, keine Ahnung, irgendeinem Ingame-Model in einem Remake, was irgendwie einen neuen Skin bekommen hat, wo die Leute dann sagen, ey, wie könnt ihr das machen und so, wieso kann man Ashley nicht mal unter den Rock gucken? Also es ist einfach wirklich, da ist noch viel, viel Arbeit zu leisten. Und ich glaube, daran liegt das bestimmt auch, dass es einfach da nochmal ein Gefälle gibt zwischen den Geschlechtern. Ja, da gab es ja auch die Debatte bei Horizon, ich glaube, war das der zweite Zero Dawn, wo dann auch die Hauptdarstellerin stark kritisiert wurde, weil sie einfach eben halt andere Maße hatte, als es sonst immer repräsentiert wurde. Ja, also das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war sehr unterhaltsam, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Danke für die vielen tollen Dank. Fragen, sehr gerne. Und ja, danke dir. Danke dir. Danke euch allen. Vielen Dank. Allen einfach.